Hallo, ich freue mich, dass ich dir auch heute wieder für den Dezember ja ein paar Sternkonstellationen sagen darf. Sternkonstellationen in Verbindung mit der geistigen Welt und ich lasse einfach ein bisschen fließen. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Eine Zeit, ja, die dir vielleicht Angst machen kann. Im Moment ist es so, dass viele Menschen in Angst sind und so ist natürlich der Dezember auch dafür da. Was kannst du tun, um in deiner Liebe anzukommen? Das hört sich so unglaublich kitschig teilweise an und ja, viele Menschen sagen auch, ja gut, und wie soll ich das tun? Und ich werde dir jetzt ein paar Sachen einfach sagen, was du tun kannst, welche Fragen du dir stellen kannst und was auch die Planeten und die Sterne ja für Hinweise geben und dir damit auch Möglichkeiten geben, was du tun kannst. Also, verschaff dir einen Überblick über deine Situation, denn es kann vielleicht sein, dass du wichtige Kleinigkeiten übersiehst. Und Kleinigkeiten sind einfach so wichtig, wenn du für dich große Pläne hast. Also, das kommt auch noch mit dazu. Es kann sein, dass dich grandiose Pläne beschäftigen im Inneren. Und jetzt kannst du schauen, was kannst du denn im Innen tun, um ja deinen Plan auch zu vervollständigen. Schau, dass du das machst, was dich begeistert. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber manchmal lässt du dich vielleicht auch zu sehr ablenken. Wie wäre es denn, wenn du dir einfach einen Plan machst, was du erreichen willst und du schreibst einfach mal auf, was begeistert dich denn an den Dingen, die du tust oder an deinem Plan oder wenn du ein Ziel hast, was würde dich begeistern überhaupt an deinem Ziel? Und wenn du merkst, dass es viel gibt, was dich gar nicht so begeistert, dann kannst du ja auch dein Ziel ein bisschen umformulieren. Es geht jetzt in einer Zeit, wo es immer mehr, also auf meinen Kartensets steht hinten auf der Karte immer, es geht um dich, es geht um dein Ich, um dein erfolgreiches Ich, um dein strahlendes Ich. Und du kannst ja und musst ja dann auch schauen, ja, was will ich denn überhaupt erreichen und wo will ich denn überhaupt hin? Und wenn ich nicht weiß, was ich will, dann gilt es ja auch erstmal rauszufinden, was wäre denn mein nächster Schritt? Und da ist es gut, wenn du dir Unterstützung holst, dass du einfach weißt, was du tun kannst. Die Zeit jetzt im Moment, also so schräg sie auch ist und so irre sie auch zeitweise ist, so trägt sie dennoch offene Türen in sich. Das heißt, du bist jetzt zu einer größeren Weitsicht aufgefordert und du bist auch gleichzeitig fähig dazu. Und wie schön wäre das, wenn es dir jetzt auch leicht fällt, Barrieren abzubauen, Grenzen abzubauen oder Grenzen und Einschränkungen zu überschreiten. Und auf die eine oder andere Art erwartest du ja auch mehr vom Leben und du fragst dich ja vielleicht auch oft, was kann ich denn tun? Und wichtig ist, du weißt, ich mag gerne die bodenständige Spiritualität. Was kannst du machen? Ja, dass du mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Realität stehst. Also heb deine Begeisterung und schau, was macht dir wirklich, wirklich Spaß.
Denn es gibt auch vieles, was leichter läuft und was anders laufen kann. Und vielleicht bietet sich jetzt für dich auch die Möglichkeit, etwas zu tun, was du schon lange, ja, wolltest. Also vielleicht konzentrierst du dich auf ein Projekt. Viele Menschen haben die Zeit auch genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ich habe die Zeit genutzt, um zwei wunderbare Kartendecks rauszubringen mit Audiokursen, die entstehen. Und das dritte Kartendeck ist auch schon in Arbeit. Denn meine Vision ist immer, dass man alles, was von Herzkanal kommt, gut miteinander kombinieren kann. Wichtig ist einfach, dass du weißt, es ist jetzt überhaupt gar keine Zeit, um die Hände in den Schoß zu legen, um einfach auf das Glück zu warten oder auf den Prinzen oder auf die Prinzessin zu warten, die einfach mal so an deinem Haus anklopft, während du auf der Couch liegst. Es gilt einfach, das zu tun in die richtige Richtung, was dir wichtig ist. Und wenn du tust, dann wirst du wahrscheinlich Fehler machen. Und Fehler sind ja auch Fortschritte. Dann weißt du, wie du es nicht mehr machen musst. Also, wenn du den Impuls verspürst, etwas großzügiger aufzutreten, und großzügig, da pflück einfach mal für dich das Wort auseinander, dann tu das. Also tu das auch in Beziehungen in der Form. Was wäre, wenn du großzügig bist in Beziehungen? Stell dir das so vor, so sage ich das immer, wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken kommen mag. Und ja, aus diesem Sonnenstrahl kommt wirklich deine Herzlichkeit, dein Herz, dein Ich zum Vorschein. Und die Beziehung zu deinem Gegenüber hat die Chance, sich einfach auch zu verändern. Schau, also das ist jetzt auch eine wichtige Zeit. Du stehst jetzt am Übergang von zwei Lebensabschnitten. Der alte geht zu Ende und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und hier gilt es immer, also wenn du im Business bist, wenn du Unternehmer bist, dann gehst du so am Ende des Jahres über die Bücher, ziehst Bilanz und schaust, ja, wie war's, was hätte besser werden können und was habe ich noch nicht erreicht, was will ich jetzt weiter erreichen auch. Und in deinem Beruf und im Privatleben treten Situationen immer wieder in den Vordergrund, die du ja, vielleicht der Sicherheit oder der Bequemlichkeit halber hingenommen hast, die aber, ja, bei Licht betrachtet oder wenn du die rosarote Brille mal wegziehst, wirklich sehr unbefriedigend sind. Und schreib dir doch auch einfach mal auf, was für dich total unbefriedigend ist, in Beziehung, im Job. Also in dem Bereich, in dem du Erfolg willst und in dem Bereich, in dem du Veränderung willst. Das ist nämlich super wichtig. Wenn du weißt, wo du unbefriedigt bist, dann weißt du ja auch, was du ja eigentlich so in Anführungszeichen erreichen willst. Du hast die Chance jetzt klarer als sonst zu erkennen, ja, was du ja eigentlich nicht wolltest, was eigentlich nicht so sein dürfte. Und ja, vielleicht fliegt dir auch so ein bisschen Mist um die Ohren. Und ein bisschen Mist um die Ohren fliegen, ja, da kannst du auch schauen, was hast du dazu beigetragen und was kannst du verändern? Also ich finde immer unglaublich wichtig, dass du in allem, auch gerade in dem, was schief geht, dass du veränderst, dass du lernst, dass du auch immer dich selber betrachtest, was hast du dazu beigetragen? Auch wenn du vielleicht angestellt bist und ja, irgendwas geschieht in deinem Betrieb oder mit den Vorgesetzten. Und lassen wir jetzt mal gar nicht nach dem Gerechtigkeitssinn gehen. Und ja, im Moment ist wirklich die Situation auch blöd mit allem. Also blöd ist ja wirklich noch milde ausgedrückt.
Aber was kannst du dazu beitragen, um auch Situationen zu verändern? Denn wenn du genau hinschaust, dann erkennst du, dass alles, was dir totale Mühe bereitet, eigentlich schon längst hätte verändert werden können, sollen, müssen. Ich weiß nicht, die drei letzten Wörter, füg die mal so ein, wie es für dich richtig ist. Umstrukturierung ist angesagt auch, und der Sinn der Einschränkungen besteht darin, dich auch aufzufordern, deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Und hier meine ich jetzt überhaupt nicht die Situation im Außen. Lass uns heute schön in deinem Inneren bleiben. Da, wo du dich eingeschränkt fühlst, schau dir das Thema an und schau einfach, was kannst du tun. Es ist Fakt, dass äußere Sicherheiten und materielle Werte nicht mehr so viel Halt bieten, wie das mal war. Und deshalb braucht es auch andere Richtungen. Im spirituellen Bereich reden wir ja von der goldenen Zeit. Mittlerweile sage ich auch lieber die neue Zeit. Weil die goldene Zeit, auf der einen Seite hört sich das so ja schön an und golden an, aber es ist gerade unfassbar beschissen hier mit vielen Dingen und in viele Richtungen. Und deshalb finde ich mittlerweile schöner, von der neuen Zeit zu reden. Ja, wir dürfen unser Bewusstsein alle erheben, aber dennoch gilt es ja auch zu schauen, was können wir verändern und was können wir anders machen? Und je nach Konstellation, also je nach deiner eigenen Sternkonstellation, kommen ja auch viele Themen hoch, die einfach sehr, sehr viel Heilung erfordern. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Schau dir an, was darf heilen in dir? Und richte dein Leben wirklich auf deine inneren Bedürfnisse aus. Und je besser du dein Leben bereits in den vergangenen Jahren auf deine inneren Bedürfnisse ausgerichtet hast, desto ruhiger verläuft vielleicht auch gerade jetzt die Zeit. Und im Idealfall spürst du kaum mehr ein verstärktes Bedürfnis nach Struktur und Verantwortung. Ich sag mal im Idealfall. Hier ist es aber so, da sich ja alles total umstrukturiert und da wir ja einen richtigen Systembruch, auf den gehen wir ja immer mehr zu, braucht es ja wirklich auch andere Strukturen. Aber deine Eigenverantwortung, die ist unfassbar wichtig. Ja, dass du die eigene Verantwortung für dein Handeln und für dein Tun übernimmst. Also schau, dass du ausmistest, dass altes Gerümpel ja wirklich vor die Tür gestellt werden darf. Und ja, sieh das einfach mal sinnbildlich. Es beginnt eine neue Runde in deinem Leben und dafür darfst du jetzt den Rahmen setzen. Und das ist so, um im täglichen Leben auch zu bestehen, brauchst du Struktur und darfst in die Veränderung gehen. Und hier gilt es jetzt wirklich auch mal auf die Schwachstellen zu schauen, auf deine Schwachstellen. Denn du kannst einfach ja gar keine Leistung erbringen, die von dir erwartet wird oder die du vielleicht von dir selber erwartest, wenn du nicht weißt, wohin es geht, was du tun kannst, was dein nächster Schritt ist. Und damit du die nötige Gelassenheit auch hast, um da voranzuschreiten, ist es einfach sehr schön, wenn du vielleicht meditierst, wenn du zur Ruhe kommst und wenn du in der Ruhe auch deinen Gedanken den Raum gibst, da zu sein.
Hier kann ich immer wieder nur das Beispiel auch erwähnen, was mir oft von Klienten oder Klientinnen gesagt wird. Alexandra, wenn ich meditiere, dann werde ich total nervös und unruhig. Und deshalb meditiere ich überhaupt gar nicht, weil das tut mir nicht gut. Oder ich bin danach so aufgebracht oder innerlich kribbelt's überall. Das heißt, gib dir Raum, gib deinen Gedanken Raum. Und es ist ja so, als wenn sich in deinem Inneren Schicht für Schicht was durcharbeitet, damit du überhaupt an den Diamant in deinem Herzen kommst. Und ich glaube, du kennst deine Gedanken ja selber sehr, sehr gut, dass du manchmal auch wirklich quer denkst, durcheinander denkst, kurios denkst, im Schatten denkst, aus alten Gewohnheiten denkst. Und das macht ja auch etwas in deinem System. Und du merkst vielleicht auch, dass in dir so eine Aufbruchsstimmung ist und dass unfassbar viele Themen auch durch die Angst im Außen angetriggert werden. Und hier gilt es ja erstmal zur Ruhe zu kommen, und die Erkenntnis zu haben, hey, was ist denn für mich jetzt wichtig? Viele Menschen ziehen sich gerade zurück, aus Facebook, aus Instagram, weil sie so eine gewisse Aufbruch- und Umbruchstimmung spüren. Und dieser Rückzug zeigt ja auch, dass du vielleicht auch fühlen willst, hey, was willst du, wo geht die Reise hin? Und auf jeden Fall geht die Reise in dein Inneres, dass du schauen kannst, ja, was bringt dir Ruhe, was willst du verändern und was willst du wirklich? Denn die innere Unruhe, die Zeit auch mit sich bringt, im Moment, die hat letzten Endes den Zweck, dass du dir wirklich Gedanken machst und dass du neue Einsichten auch hast, zu neuen Einsichten gelangst. Welche neuen Möglichkeiten sind da für dich? Und das Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass du erkennst, wo du aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen bist. Und das ist eben ganz, ganz spannend. Wir reden von innerem Wachstum, aber wo bist du letzten Endes herausgewachsen? Und du hast nämlich jetzt Energie, dich auch von alten Fesseln zu lösen. Und wenn du dich davon löst, dann hast du auch die Möglichkeit, eine neue innere und eventuell auch äußere Freiheit zu gewinnen. Also Tiefgang ist angesagt, Tiefgang in dir. Es ist Tiefgang angesagt. Wo ist vielleicht ein Weg falsch gewesen? Ja, ich weiß, im Thema Spiritualität und in geistigen Durchsagen kommt immer, du bist auf dem richtigen Weg und du bist gut so, wie du bist. Und das ist auch so. Du bist gut, wie du bist, du bist gut, was und wer du bist und du bist gut, auf dem Weg zu sein. Dennoch darfst du auch anerkennen, dass mancher Weg einfach auch anders und schneller sein kann. Und deshalb wird in dieser Zeit die Frage aktuell brennend heiß da sein, ja, wer bin ich denn? Wer bin ich wirklich und was will ich wirklich? Und das, was du vielleicht alles im Außen hinterfragst, macht ja auch etwas in dir. Und je mehr du dich auf dich selber fokussierst, umso mehr darfst du auch klar sein. Und weißt du, Fehler dürfen sein, Mängel dürfen sein. All das ist ja auch das Leben. Veränderung darf sein und muss sein.
und das, was halt ansteht, die geistige Welt will dich auch begleiten, dass du deine neuen Möglichkeiten erkennst. Dass du aus dem Spannungsfeld, was gerade da ist, einfach mal austreten kannst und dass du schauen kannst, was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann ich über meine eigene Grenze mich hinwegsetzen? Und wo will ich mich erweitern? Und wenn du dich im Innen erweiterst, dann erweiterst du dich auch im Außen. Und wenn du das vorhast in dem ein oder anderen Bereich, ja, vielleicht steht für den einen ein Umzug an, eine größere Wohnung, vielleicht steht eine Geschäftsreise an, vielleicht steht eine Beförderung an, vielleicht steht eine Selbstständigkeit an. Und hier darfst du jetzt schauen, wie kannst du da nach vorne gehen. Und es kann dir jetzt wirklich richtig gut gelingen, die Veränderungen im privaten und im beruflichen Leben einzugehen. Und was jetzt kommt, ist wichtig, ohne dass du das Gleichgewicht zwischen den beiden Bereichen zerstörst oder zum Kippen bringst oder dass es unangenehm wird für dich. Also es darf auch in Balance kommen und es kommen wunderbar neue Energien auf die Erde, auch aus geistigen Ebenen kommen neue Energien auf die Erde und die wollen dich unterstützen, in die neue Zeit gut reinzugehen. Stell dir das einfach vor, dass du gerade über eine Brücke gehst in eine neue Zeit. Und da kannst du einiges auf der Brücke ja hinter dir lassen, um frei in das Neue reinzugehen. Also, es heißt, sich Altes anzuschauen, Ballast abzuwerfen und echt so ein paar Sachen zu schrotten, im Inneren auch Gedanken, um dann gut nach vorne zu gehen. Ja, und ich habe mich jetzt hier auf dein Inneres konzentriert, auf die Fragen, auf die du dich konzentrieren kannst. Und natürlich ist das oder kann das Ganze noch viel, viel umfangreicher sein. Aber wenn du das machst, was ich oder worüber ich jetzt schon gesprochen habe, dann kannst du schon ganz, ganz viel erreichen. Und vielleicht hörst du dir im Nachgang nochmal den Podcast an, nimmst ein Blatt Papier, schreibst auf, schreibst mit, um dann konkreter für dich formen zu können. Ja, hey, was steht denn jetzt im Dezember für mich an? Ja, ich freue mich schon sehr auf die Rauhnächte, weil wir hier die Rauhnächte nochmal ganz anders betrachten. Dieses Jahr habe ich sie genannt, ja, gib dein Ja zu deinem neuen Jahr, also dein Ja, J-A, zu deinem neuen J-A-H-R. Wir schauen uns hier ganz, ganz viele Themen an. Dieses Jahr werden die Rauhnächte etwas anders werden bei mir, ich würde sagen intensiver. Du kommst in den Genuss, mein neues Kartenset schon zu bekommen. Was heißt der Herzkanal Sternstunde? Und hier haben Armin und ich was Wunderbares kreiert für dich. Ja, damit du auch mit diesem Kartenset arbeiten kannst. Und in den Rauhnächten arbeiten wir mit dem Kartenset. Und gleichzeitig wird auch geübt, wie du es dann anwenden kannst in dir, in deinem Leben. Und wenn du mit Menschen arbeitest, wie du es auch da anwenden kannst. Gleichzeitig ist es auch ein Kartenset für alle die an der Astrologie sehr interessiert sind, die so ein bisschen was wissen wollen über Tierkreiszeichen, über Planeten und über die Häuser. Denn das bist ja du. Also du bist das
Und dann kommen alle in den Genuss, schon die neuen Energien, ja, der neuen Zeit kennenzulernen, weil ich energetisch damit arbeite. Das heißt, in den Rauhnächten schaut jeder für sich in sein Jahr. Ich leite das an. Und gleichzeitig lösen wir auf. Es gibt viele, viele Heilabende in den Rauhnächten. Das wird auch ein bisschen anders sein über Zoom. Ja, damit auch wirklich das Alte abfließen kann. Ich werde vieles über das neue Jahr erzählen und du weißt, meine Rauhnächte sind immer abgestimmt auf die Menschen, die in den Rauhnächten auch sind. Das heißt, ich brauche von jedem Geburtsdatum, Ort und auch die genaue Uhrzeit, damit ich jeden auch einzeln abholen kann. Und deshalb ist die Teilnehmerzahl auch begrenzt. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ein paar Plätze sind noch frei. Wenn du ein Ja geben willst zu dir, wenn du ein Ja geben willst zu deinem Potenzial, wenn du dich kennenlernen willst, wenn du so ein paar Gedanken schrotten willst und wenn du hinter dir lassen willst und die Vision für dein Neues entwickeln willst und wenn du jeden Monat schon im neuen Jahr anfüllst mit deiner Energie, gleichzeitig dein Jahr schon schreibst, ja, dann bist du in den Rauhnächten bei Herzkanal mit mir, Alexandra, genau richtig. Den Link findest du in den Shownotes und ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Dezember. Mögen die Sterne dich begleiten und dir wunderbare Energie geben, damit du Schritt für Schritt ja leuchtest und auch deinem Ziel näher kommst. Lass uns gemeinsam strahlen, deine Alexandra. Tschüss! Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Musik.